Entschuldigen Sie bitte? Ja, bitte. Hätten Sie bitte einmal ein Taschentuch für mich? Was? Sie Perversling, ich stehe doch nicht auf Schnüffeln. Das verstehe ich nicht. Hallo liebe Butterflies, willkommen zurück hier bei Stay Gay. Mein Name ist Pascal Rathke und hier auf dem Channel spreche ich über alle möglichen schwulen Themen, alles was das schwule Leben interessieren könnte. Ja, wie ihr seht, habe ich heute hinter mir mal ein Fireplace angemacht, denn es wird zunehmend kälter. Ja, und deswegen wollen wir natürlich muckelig warm bleiben, also macht es euch gemütlich, vielleicht in eurem Bettchen oder was auch immer, macht euch einen Tee oder einen Kaffee, je nachdem wann ihr das schaut, und dann geht's los. Heute geht es um den sogenannten Hanky Code. Einige von euch haben bestimmt schon irgendwo, irgendwie und irgendwann davon gehört. Das ist ein englischer Begriff und ins Deutsche übersetzt bedeutet das so viel wie Taschentuch-Code. Was das mit der schwulen Szene zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Der Hanky Code ist eine Art und Weise, anderen potenziellen Paarungspartnern mitzuteilen, auf was man steht. Das muss jetzt nicht unbedingt so ein Taschentuch sein. Das ist nicht ein spezieller Code, das erfahrt ihr später noch, sondern meistens sind das vor allem so Stofftücher. Ja, und die bringt man dann am Körper an und dann weiß man, worauf der andere steht, wenn ihr denn den Code lesen könnt. Aber da ihr jetzt gerade ja dieses Video schaut, könnt ihr das auf jeden Fall danach. Hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Also warum brauche ich denn irgendwie so ein Tuch irgendwo in meiner Hosentasche? Also wenn ich auf Grindr bin oder irgendwo anders, dann schicke ich doch einfach einen Dickpic und sag demjenigen sofort, worauf ich stehe. Oder das steht sowieso in meinem Profil. Warum brauche ich denn so ein Tuch? Nun denn, es gab tatsächlich in der Geschichte mal eine Zeit, in der Homosexualität noch nicht so ganz akzeptiert war. Und da war es dann wirklich sehr schwierig, erst einmal überhaupt Partner zu finden und manchmal auch einfach mega gefährlich. Und deswegen hat sich in den 1970er Jahren in San Francisco der sogenannte Hanky Code etabliert. Damals fand Homosexualität nämlich vor allem im Verborgenen statt. Und wenn man dann nachts in irgendeinem Park cruisen ging, dann war es verdammt praktisch, wenn man erkennen konnte, erst einmal, okay, derjenige ist schwul, ist Teil der schwulen Community, der Szene. Er steht also auch auf Männer, also keine Gefahr. Und zweitens, oh, er steht auf das und das. Deswegen ist das ein passender Partner. Also eigentlich voll praktisch. So. Der Code fand zunächst in den USA und Europa Anwendung, später auch in Afrika. Es klingelt! Oh mein Gott, die Schwulenrazzia kommt. Ich werde verhaftet. Jetzt kommen sie. Es tut mir leid. Ich bin überhaupt nicht schwul. Der Hanky Code fand vor allem Anwendung in den USA und in Europa, später dann auch in Afrika. Erst einmal war dieser Code auf die Position beim Sex reduziert. Das heißt, wenn ein Mann das Tuch links trug, dann war er aktiv, also penetrierend. Wenn er das Tuch rechts trug, dann war er passiv, also er lässt sich penetrieren. Ja, und wenn du das Tuch in der Mitte trägst, so wie ich jetzt hier, dann bist du vers, also flexibel und magst beides. Im Wilden Westen gab es davor schon so eine Art Vorläufer des später folgenden schwulen Hanky Codes. Damals war nicht der Goldrausch und aus irgendeinem Grund gab es dann zu der Zeit einfach wenige Frauen. Wahrscheinlich hatten die keinen Bock, in diese Dörfer zu ziehen und da irgendwie Gold zu schürfen oder alle sind irgendwie in Goldminen gestürzt, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben dann die Männer beim Square Dance Tücher benutzt, um ihre Position beim Tanz zu signalisieren. Ein Mann, der ein blaues Tuch trug, war dann der führende Part und der Mann, der das rote Tuch trug, wurde geführt. Später wurde diese Symbolik vor allem in der BDSM-Szene populär. Also auch Heten nutzten dann diesen Code. In der schwulen Szene hingegen verlor der Code und die ganze Symbolik darum irgendwann immer mehr an Bedeutung. Das lag zunächst einmal an der gesellschaftlichen Emanzipation. Sprich, man wurde nicht immer sofort verprügelt, wenn man sich irgendwo als schwul erkenntlich gab. Man musste nicht immer
nachts in irgendeinen Park gehen und da dann seine Frau betrügen, weil man da dann seine wahre Sexualität ausleben konnte. Und auch relativ wesentlich, es kamen neue Kennenlernmöglichkeiten auf. Ihr kennt bestimmt einige davon. Zum Beispiel Ja. Außerdem gab es später so viele verschiedene Symbole, dass alle komplett verwehrt waren. Man hätte also beim Cruisen immer eine Exit-Tabelle mitführen müssen, um noch nachvollziehen zu können, worauf jetzt der andere steht. Und das ist ja auch nicht so ganz der Sinn der Sache. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele. Dafür muss ich erstmal mein tolles Mobile-Phone anmachen. Es gibt nämlich tatsächlich offiziell so Listen. Was? 10 Gründe, warum Heterosexuelle mit Männern schlafen. Danke für den Tab. Oh Gott, ich muss meine Tabs hier echt mal löschen. Hallo, ich bin eine Geisha. Das sieht ja wunderschön aus. Toll. Also, Kinder, jetzt geht's los. Jetzt gibt's hier so ein paar Beispiele. Also, ich fange mal mit Weiß an. Weiß, die Farbe der Unschuld, bedeutet im Hanky-Code masturbieren. Himmelblau, Oralverkehr. Marineblau, Analverkehr. Und da seht ihr schon, blau ist nicht gleich blau, ist ein kleiner Unterschied. Passt da auf. Grau sind die Fesselspiele. Schwarz, BDSM. Top und Bottom. Rot. Meine Damen und Herren, was bedeutet wohl rot? Rot bedeutet Fisting, Faustverkehr. Das habe ich auch noch nie gehört. Das hört sich noch schlimmer an als Fisting. Faustverkehr. Oh, gelb. Urophilie. Was ist Urophilie? Urophilie ist Natursekt, also Urin. Braun ist Kopophilie. Exkrementophilie, Skat oder Scat oder so, keine Ahnung, Kotspiele. Okay, man kann anscheinend sehr viel, also wenn, in meinem Fall, ne, ich will jetzt ja niemanden hier irgendwie diskriminieren, aber wenn irgendwo im Stadtpark oder so ein Mann mit einem braunen Tuch steht, dann renne ich weg. Ach, Orange, das ist auch gut. Das Orange ist wahrscheinlich meine Farbe. Orange bedeutet, ich mache alles, top und bottom, sehr, in Klammern sehr erfahrene Leder- oder Fetischmänner, die nicht mehrere Farben tragen wollen. Das finde ich auch sehr, sehr lässig. Also wenn man nach dem Motto so, ja, da müsste ich halt irgendwie 8 verschiedene Farben haben, dann trage ich einfach Orange. Orange bedeutet einfach, alles geht. Ich mache alles. Rosa bedeutet Dildo-Spiele. Altrosa, Englisch wäre das dann Dark Pink, bedeutet Brustwarzen-Spiele. Oh Gott, die haben wirklich alles hierbei. Ich wäre auch komplett jetzt schon überfordert. Magenta bedeutet Achselhöhlen lecken. Nice. Fuchsia bedeutet Spanking. Und dieses Mal sagt mir die sexuelle Spielart mehr als die Farbe. Fuchsia habe ich noch nie gehört. Beige heißt Rimming. Und Senfgelb, auch eine Farbe, die mir sehr zugewandt ist, das bedeutet großer Penis. Gab es schon Gelb? Nee, es gibt kein Gelb. Warum gibt es kein normales Gelb? Doch, Gelb gibt es. Ach ja, Urophilie. Scheiße. Oh. Yay, toll. Good job. Jetzt kommen wir zu den Grüntönen. Hellgrün bedeutet männliche Prostitution. In Deutschland trägt das der Kunde und in den USA der Prostituierte. Denn es gibt zwischen den beiden Kulturen einen Unterschied, wer sozusagen der Konsumierende ist und wer der Konsumierte ist. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Also in Deutschland bietet sozusagen derjenige, der Prostituierte, das an. Und der Freier ist der Kunde. In Amerika ist das genau andersrum. Deswegen gibt es da auch Unterschiede nochmal. Also aufpassen in den USA, wenn ihr einen Rogue-Tip macht. Wenn ihr hellgrün seht,
nochmal kurz nachschlagen. Deswegen die Excel-Tabelle. Dann gibt es Olivgrün, Rollenspiele, Militärspiele. So. Aber das passt ja. Das finde ich, das passt wieder mit dem Grün. Also auf jeden Fall in Deutschland ist das ja, passt das. Dann kommt das Waldgrün, auch Rollenspiele. Diesmal aber Vater-Sohn-Spiele. Jünger und älter. So Daddy-Play. Daddy. Spicy Meat. Yeah, boy. Und das ist ganz nett. Das finde ich, das sollten alle tragen. Denn das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber es gibt auch dafür einen Hanky-Code. Und der heißt schwarz-weiß kariert. Das bedeutet nämlich Saver-Sex. Eigentlich sollte jeder ein schwarz-weiß kariertes Tuch bei sich tragen. Denn das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Also eigentlich sollte keiner das tragen, denn es sollte eigentlich verständlich sein, dass man es macht. Aber manche wollen Krankheiten haben. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Jetzt kommt was ganz Süßes. Teddybär. Knuddeln. Okay, also wenn ich... Das ist richtig lustig. Also wenn ich halt irgendwie nachts cruisen gehen würde und ich gehe in irgendeinen Wald oder einen Park und ich habe einen Teddybär dabei, dann will ich knuddeln. Das finde ich sehr süß. Und jetzt kommt das Letzte. Ich habe es vorbereitet. Das Taschentuch. Das Papiertaschentuch bedeutet stinke, schnüffeln. Oder ich schnüffle. Ja, also die stehen halt auf Gerüche. Dafür steht das Papiertaschentuch. So, das war ein kleines Beispiel für den Hanky-Code. Es gibt anscheinend noch viel, viel mehr Symbole. Und ich verstehe jetzt aber schon, warum das eigentlich total kompliziert ist. Dann ist das auch noch so, und da muss ich kurz mal ein bisschen nachgucken, meine Notizen, dass es auch noch Missverständnisse geben kann, was die Farbe anbelangt. Zum Beispiel ist das US-amerikanische Pink bei uns in Deutschland eigentlich ein Rosa. Und das deutsche Pink ist ein Hot Pink. Also auch da gibt es dann Unterschiede. Also kann es sein, dass man sich voll missversteht, wenn du irgendwie, also wenn man in ein anderes Land geht. Dann sollte man da aufpassen. Und was ich noch ganz, ganz lustig finde, jetzt kommen wir zu den Briten. Bei den Briten ist es so, dass der Aktive das Tuch nicht links hat, sondern rechts, weil die ja auch Linksverkehr haben. Linksverkehr. Und deswegen ist das umgetauscht. Also der Aktive hat das rechts das Tuch und der Passive hat das links. Und das kann ja richtig lustige Situationen geben. Also, wenn du in Großbritannien bist, ne, pass auf. Also, die Briten haben nicht nur Linksverkehr, haben den Brexit eingeleitet und haben Margaret Thatcher uns beschert, sondern sie haben auch noch den Hanky-Code durcheinander gebracht. Danke, Briten. Außerdem gibt es auch noch Unterschiede in der Stofflichkeit. Wie ich schon gesagt habe, gibt es ja eigentlich diese Stofftücher, ne? Also so, die trägt man normalerweise. Aber wie ihr gemerkt habt, gibt es auch das Taschentuch. Das ist ja ein anderes Material. Und dann gibt es sogar noch Unterschiede. Also dann gibt es zum Beispiel auch noch Satin. Das bedeutet auch noch was anderes. Und es gibt dann auch noch gestreifte Muster und so karierte Muster. Und das bedeutet dann auch nochmal was anderes. Also über die Jahre ist das doch recht kompliziert geworden. Und ich finde auch ganz persönlich, man sollte vielleicht so eine Hanky-Code-DIN-Norm einführen. Das wäre zwar sehr deutsch, aber eigentlich sehr hilfreich. Denn dann weiß jeder ganz genau und ganz fest, woran man ist. Ja, das war mein Video über den Hanky-Code. Ich kann jetzt meine Halstücher wieder abnehmen. So, meine Butterflies, das war's auch schon wieder mit einem neuen Video von Stay Gay. Was denkt ihr denn über den Hanky-Code? Also hat das überhaupt noch irgendeine Relevanz für die schwule Szene? Kanntet ihr den überhaupt? Oder, naja, denkt ihr, dass das eher relevant ist in der Fetischszene zum Beispiel? Irgendwie in so Underground-Sex-Club-Dingern? Keine Ahnung. Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, dann lasst auch gerne mal einen Like da und ein Abo. Dann bekommt ihr immer eine neue Nachricht, wenn ein neues Video online gegangen ist. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, in dem Sinne, bleibt süß und fein. Und wir sehen uns bald wieder, nächste Woche. Also, bis bald, euer Pascal.